ganz weiter, großer weiterer wichtiger Punkt des Mitarbeiterportals ist immer die Zeiterfassung. Wir haben ja ganz am Anfang, ich mich ja einmal eingeloggt, einmal kommen. Sie sehen, jetzt ist es hier auch das nächste Mal, wenn ich draufklicken würde, wäre es auf Gehen. Und da kann ich mir dann auch mal meine Zeiten generell anzeigen lassen. Das sind jetzt hier meine eigenen Zeiten, beziehungsweise natürlich in dem Moment, wenn ich meine sage, meine ich die von Sibylle. Das sind die Zeiten. Hier sind aktuelle Zeiten. Die Homeoffice, wie wir sehen, wir sind gerade eingestempelt, haben noch keine Gehenzeiten. Heute Morgen habe ich mich schon mal eingestempelt, habe eine Stunde gearbeitet und danach habe Sibylle Pause gemacht, erstmal relativ lange Frühstückspause. Das System, in dem System sind Arbeitszeiten hinterlegt oder Arbeitszeitkonten und da im Prinzip auch eine entsprechende Arbeitszeitlogik. Da sehen wir jetzt hier oben, haben wir zum Beispiel eine rote Zeit. Hier hat Sibylle einmal über die Nacht gearbeitet. Als Hotelfachfrau war sie da über die Nacht da. Das ist aber eigentlich gar nicht in ihrem Tagesmodell gewesen. Das heißt also, hier haben wir zum Beispiel auch noch die Anzeige, dass hier was mit der Zeit nicht stimmt. Die Bearbeitung dessen würde tatsächlich dann im Client passieren, in der Zeiterfassung, dass Sie dann als Personaler dann wirklich nochmal anpassen müssen. Ja, das war okay, dass die Frau, die Hotelfachfrau hier entsprechend so gearbeitet hat und dann zum Beispiel hier auch die entsprechenden Zuschläge gezahlt bekommt. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt, und das ist einer der Lieblingspunkte für unsere Mitarbeiter, ist, wie mache ich oder wie plane ich meinen Urlaub? Das machen wir auch übers Mitarbeiterportal. Und zwar, was ich Ihnen jetzt zeige, sind die neuen Prozesse des neuen Abwesenheitstools oder der neuen Abwesenheiten. Der ein oder andere wird das schon mitbekommen haben, dass Sage das alte Abwesenheitstool abgekündigt hat und gesagt hat, in Zukunft, wir wissen noch nicht genau in welcher Version, aber in Zukunft werden Abwesenheiten nur über das neue Tool gepflegt werden können oder über die neue Art und Weise. Und wie wir das zum Beispiel machen können, ist hier, dass wir einen Kalender haben, unsere Kalenderansicht, und hier wird uns angezeigt, welche Vorfälle haben wir denn schon im Kalender. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, kann ich mal draufklicken, morgen habe ich frei, weil ich da, oder hat Sibylle frei, weil sie dort ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Richterin nachgeht, als dritte Richterin, als Schöffenrichterin. Wir sehen hier am 23. Da hat sie Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterbewertung. Und hier hat sie zum Beispiel schon mal bezahlten Urlaub. Wenn wir auch hier, Sie sehen, wir haben so diverse ausgegraute Kästchen. Das sind bei Sibylle relativ viele. Klassisch erstmal sind Wochenende. Aber wir können auch hier mal so ein graues klicken. Und da sehen wir, da hat sie generell arbeitsfrei hier an dem Tag. Das ist halt in ihrem Arbeitsplan so hinterlegt, dass sie dort arbeitsfrei hat. Und gleichzeitig sehen wir hier zum Beispiel auch, das ist im Dezember, habe ich angeklickt, sind die Schulferien. Das heißt also, hier unten sehen wir auch so eine ganze große graue Leiste. Das sind zum Beispiel eben die Sommerferien. Und wenn sie dort jetzt entsprechend Urlaub beantragen möchte, dann wählt sie zum Beispiel den Zeitraum aus. Kann dann hier oben sagen, was für ein neues Ergebnis möchte sie denn machen? Möchte sie denn auswählen? Und das wäre in dem Moment zum Beispiel der Urlaub. Da wählt sie Urlaub aus. Und dann geht hier dieses Fenster auf und auf dem Fenster kann sie dann eben die entsprechenden Sachen wählen. Sie kann zum Beispiel einen Abwesenheitsgrund wählen, Urlaub bezahlt. Je nachdem, was man dann eben noch zur Verfügung stellt, kann man hier auch Sonderurlaub auswählen, Resturlaub aus vorher oder Urlaub bezahlt. Wir können hier auch gleich hinterlegen zum Beispiel, dass ein Überstundenkonto mit hinterlegt wird, dass man Überstunden abfeiern kann. Und dann wird das entsprechende Zeitkonto, jetzt in dem Fall Urlaub oder bei Überstunden das Überstundenkonto, von dem wird dann die entsprechende Zeit gleich gebucht. Dann haben wir hier eben noch Zusatzeinheiten, ganze Tage, halbe Tage. Wir können auch halbe Tage machen, wenn wir einzelne wählen. Und dann können wir Vertreter hinzufügen, fachliche Vertreter oder eben auch Vertreter für die Übernahme an Aufgaben. Das heißt, was wir jetzt gleich sehen werden, ist, wenn Sibylle den Urlaub beantragt, dass dann natürlich auch der Vorgesetzte den Urlaub bestätigen muss. Warum brauchen wir denn einen Vertreter? Wenn jetzt zum Beispiel der Vorgesetzte in Urlaub geht und nimmt hier einen Vertreter aus, dann würden alle Urlaubsanträge, die Sibylle dann stellt, in dem Moment an den Vertreter gehen, der entsprechend im Prozess hinterlegt worden ist.
Und hier kann sie noch eine Bemerkung einschreiben, zum Beispiel Sommerurlaub. Ist deswegen ein Bemerkungsfeld, wenn wir zum Beispiel sowas haben wie Sonderurlaub, weil man einfach eine Beerdigung hat zum Beispiel. Dann kann man hier eben reinschreiben, ich habe eine Beerdigung, dann wissen alle Bescheid. Das ist auch nichts, worüber man diskutieren muss. Die Beerdigung liegt dann halt an dem Freitag, muss man nicht drüber diskutieren, ob der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den Urlaub eventuell am Donnerstag nehmen kann. Und dann beantragt sie hier den Urlaub. Jetzt sehen wir hier, der Unterschied zu dem gebuchten Urlaub ist hier, dass der straffiert ist und wir haben hier so eine Sprechblase. Die Sprechblase steht generell dafür, dass wir Urlaub beantragt oder dass wir einen Antrag gestellt haben, dass etwas beantragt worden ist. Das ist, zieht sich auch durchs gesamte System durch, werden wir so immer wieder sehen. Das hier ist Sibylles persönlicher Kalender. Wir haben aber auch noch den Teamkalender. Was wir hier sehen wir nochmal, wie sieht es mein Team aus. Hier im Team von Sibylle sind noch 4 andere Leute. Da könnte sie jetzt zum Beispiel eben auch sehen, aha, Felix hat generell am Montag auch immer arbeitsfrei. Naja, auch nicht am Montag, der hat ein relativ komisches Zeitmodell. Wie Sie sehen, hier oben könnte Sibylle auch noch ein neues Ereignis eintragen. Aber jetzt, wenn ich hier rüberfahre, ist da immer das dieses Verboten-Schild. Das heißt, sie hat hier gar nicht die Berechtigung, ein neues Ergebnis für andere Mitarbeiter einzutragen. Wenn ich das bei einem ihrer Kästchen mache, aber hier braucht sie nochmal Urlaub. Nur einen halben Tag vormittags, weil sie zum Beispiel einen Arzttermin hat oder sowas, möchte den beantragen und beantragt hier nochmal einen halben Tag Vormittag in ihrer eigenen Spalte. Ist deswegen wichtig, wenn man zum Beispiel sehen möchte, wann haben denn meine anderen Mitarbeiter schon Urlaub? Hier sieht sie, hier sind eigentlich alle 3 da. Das heißt, hier kann sie wahrscheinlich ohne Probleme einen Tag Urlaub beantragen. An so einem Tag wie hier. Zum Beispiel, das ist in der Vergangenheit, das ist natürlich blöd. Hier wäre es wahrscheinlich schwieriger, Urlaub zu beantragen, weil eben 2 Kollegen nicht da sind. Das ist der Punkt, wie zum Beispiel Frau Sibylle den Urlaub beantragt. Wie sieht das jetzt aus der Führungssichtsebene aus? Da melden wir uns dann mal eben ihre Führungskraft an. Das ist in dem Moment die Anke Personalleiterin. Und auch hier sehen wir wieder ihr eigenes Dashboard. Sie hat jetzt hier zum Beispiel 18 offene Aufgaben. Und hier, die habe ich heute Morgen schon eingeloggt. Ich war schon mal als Frau Personalleiterin unterwegs, als die Anke. Da ist hier ist schon kommen gestempelt. Und wenn sie jetzt hier nochmal draufklicken würde, würde sie gehen. Jetzt haben wir über das Mitarbeiterportal mehrere verschiedene Möglichkeiten, diesen Urlaub zu bestätigen. Generell ist es das Einfachste, wenn man erstmal guckt, was habe ich denn im Kalender? Da öffnet sich auch erstmal wieder Ihr eigener Kalender. Aber wenn man im Teamkalender guckt, sieht die Anke jetzt erstmal relativ viele Mitarbeiter. Wir können hier aber auch erstmal noch suchen. Wir könnten zum Beispiel nach der Mitarbeiterin selber suchen, nach der Hotelfachangestellten. Und dann finden wir, aha, hier sehen wir die Hotelfachfrau und den Hotelkauffrau, die Julia. Und hier taucht auch dieses kleine Männchen wieder auf. Das heißt, wir sehen hier, hier sind beantragte Urlauber. Ich könnte aber auch hier nach zum Beispiel Restaurant suchen und sehe dann hier die anderen Mitarbeiter, die ich gerade eben schon gesehen habe. Das ist dann hier die Abteilung. Genauso kann ich hier zum Beispiel gucken, ich möchte mir nur die Buchhaltung anzeigen lassen. Ups, da muss ich natürlich suchen. In der Buchhaltung gibt es keine Restaurantmitarbeiter, aber hier finde ich zum Beispiel alle Mitarbeiter aus der Buchhaltung. Und dann der wichtige Haken eben zum Beispiel für Führungskräfte. Dann die nur die Genehmigungen anzeigen lassen. Da war ein bisschen schnell. Habe ich hier nur Genehmigungen anzeigen und hier sehe ich, aha, ich habe bei Hotelfachfrau Sibylle habe ich 2 Anfragen. Ich sehe hier, das ist die Anfrage Urlaub bezahlt. Das ist der lange Urlaub. Wenn ich da drauf klicke, wird der mir auch angezeigt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, den Antrag ablehnen oder genehmigen. Kann ihn dann genehmigen, das ist der Sommerurlaub. Kann noch eine Bemerkung hinterlegen.
Was? Ja. Dann wechselt er hier von beantragt zu gebucht. Den Antrag von dem halben Tag kann ich leider nicht genehmigen. Den muss ich ablehnen, weil hier dringend gebraucht wird. Du und das wird jetzt zum Beispiel Frau Sibylle auch per E-Mail kriegt jetzt eine Benachrichtigung. Einmal Urlaub bestätigt und einmal Urlaub abgelehnt, weil hier an der Stelle eben sie gebraucht wird mit dem entsprechenden Grund. Sie kriegt das dann aber auch im Mitarbeiterportal angezeigt. Das ist so einmal der Prozess zum Beispiel für Abwesenheiten. Der ist relativ übersichtlich, relativ schlank gehalten. Wo man das auch machen kann, ist, wenn man den Mitarbeiter selber öffnet. Jetzt habe ich natürlich beide beantragte Urlaube bestätigt. Aber generell würde man es eben sehen über den Mitarbeiter. Wenn man die Mitarbeiterin auch aufmacht, hat man hier Aufgaben. Würde jetzt hier nicht nur die Gespräche durchführen, sondern zum Beispiel eben auch stehen, dass man an der Stelle noch einen Urlaub bestätigen muss. Das sieht man dann eben hier auch auf offenen Aufgaben. Und wenn Sie hier können wir uns eben anzeigen lassen, wer ist denn wie mit seiner Arbeitszeit in welchem Soldo? Haben wir eben Plus, Leute, die mit ihrer Arbeitszeit im Plus sind. In der Gelbphase, die sind alle im Minus. Und hier in der Rotphase haben wir auch relativ viele Leute, die doch mal ein bisschen intensiver nach ihren Arbeitszeiten gucken müssten. Im Gegensatz dazu, wen man loben muss, ist hier unsere Maria, die arbeitet viel. Das ist deswegen wichtig, also eine Übersicht zu haben, um einfach mal zu gucken, wie arbeiten meine Mitarbeiter. Natürlich ist es immer schöner, wenn ich Leute habe, die eben natürlich auch mehr Stunden haben, aber auch mit denen muss ich kommunizieren. Das sind knapp 10 Arbeitstage hier bei einem 8-Stunden-Tag. Entweder, wenn sie die alle ausgezahlt haben möchte, ist das ein halbes Monatsgehalt, oder wenn sie die abfeiern möchte, muss das auch entsprechend geplant werden. Aus dieser Gelbphase aus diesem Ampelkonto können wir mit den Mitarbeitern direkt kommunizieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, wir wollen hier an Rüdiger direkt eine E-Mail schreiben. Dann kriegt er hier einfach eine Erinnerungs-E-Mail, die entsprechend hinterlegt ist. Versandt der E-Mail an 20, das ist die Personalnummer, an den Rüdiger. Der kriegt dann eben eine Erinnerungs-E-Mail geschickt, zum Beispiel hier dein Arbeitszeitkonto befindet sich in der Gelbphase. Guck doch mal, dass sich das bis zum Ende des Monats erledigt. Das können wir einzeln machen. Wir können aber auch sagen, wir wollen in der Gelbphase alle Mitarbeiter anschreiben. Hier kriegt die Auswahl von 5 Mitarbeitern. Diese 5 Mitarbeiter werden dann entsprechend angeschrieben. Und in der roten Liste können wir auch zum Beispiel sagen, das sollen nicht nur die Mitarbeiter angeschrieben werden, sondern wir wollen den hinterlegten Vorgesetzten anschreiben. Und dann öffnet sich hier zum Beispiel, wenn keine E-Mail hinterlegt ist, öffnet sich ein Kommunikationsfenster, wo wir dann hier anschreiben sollen, hier auch nochmal direkt Text eingeben können, die E-Mail nochmal bearbeiten können. Es ist natürlich immer möglich, so eine E-Mail zu bearbeiten. Es ist die Frage einfach, wie sind die Prozesse definiert? Schicken wir eine standardisierte E-Mail oder wollen wir die E-Mail nochmal personalisieren? Das sind so die Punkte aus der Zeiterfassung. Ich möchte Ihnen das noch einmal kurz zeigen. Auch noch eine Projektzeiterfassung im Mitarbeiterportal. Das heißt, wir können tatsächlich nicht nur kommen und gehen und Pausenzeiten erfassen, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, Projektzeiten zu erfassen. Hier haben wir eine Übersicht. Wir haben gerade nur ein aktives Projekt, eine Analyse vom Neubau. Und da können wir uns in der Erfassung einmal angucken, was sind denn für Zeiten gestempelt worden. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel alle gestempelten Zeiten, die im Februar auf das entsprechende Projekt gestempelt worden sind. Wie Sie sehen, haben wir hier die Möglichkeit, einen Projektname zu hinterlegen, Projektebene. Das ist bei uns relativ simpel gehalten alles, weil wir nur eine Projektebene haben. Wir können das aber eben auch bis hin zu 4 oder 5 Projektebenen runterbrechen, um dann eben genau die Zeit zu machen. Ich bin
können Mitarbeiter ihr eigenes Ampelkonto anzeigen lassen. Sie meinen ihr eigenes Zeitkonto? Ja, Mitarbeiter können sich ihr eigenes Zeitkonto anzeigen lassen. Das ist die Möglichkeit über die Zeit. Und da haben wir dann hier die Möglichkeit, eben zum Beispiel unsere Zeitkontostände. Frau Anke, Personalleiterin, hat jetzt hier keins hinterlegt, aber hier würden wir dann die Zeitkonten eben sehen, die hinterlegten, und können dann eben auch uns den eigenen Kontostand anzeigen. Wie Sie sehen, haben wir hier auch nochmal ein anderes Zeitterminal. Das ist nicht so hübsch wie das andere, aber hier haben wir nochmal die Möglichkeiten, eben auch diverse Zusatzeingaben, zum Beispiel übers Mitarbeiterportal zu stempeln. Raucherpause mit Abrechnung, Außerbrauche ohne Anrechnung. Das sind dann eben alles so Sachen, die in der Zeiterfassung entsprechend hinterlegt werden und die dann entsprechend der Logik, die Sie hinterlegt haben, zum Beispiel in der Raucherpause, dass die eben nicht auf die Pause angerechnet wird, auf die Ruhepause, dass die nicht darauf angerechnet wird, aber trotzdem gestempelt werden kann, das wird dann hier entsprechend eben hinterlegt.